tradition that among us, among Roma, Sinti, whatever, has to raise day by day, that our dialogue should have an equality dialogue among us, and after the quality dialogue, we should really react towards our communities and toward the mainstream society. This is me. So good that you're here, but I have to apologize. The whole lecture will be in German, dear. I do understand that, and I wanted to ask if later I could get the record and listen with my brother who speaks good German from Bremen, and then we discuss, and especially my nephew, Gentiana, who wants very much to be involved in, say, political issues. She said to me yesterday, you know, uncle, I am intending to be the head of the Germany. I love it. And she's very strong, really. She had very serious, a strong voice with that. And I like that, her dream. So I think she will be as well very happy to see and to hear. And that would be an extraordinary for her and for us in general, for me too, because I put aside the German speaking, the community, the NGOs, and I miss very much to know I like to say how the brain and heart works. I have no idea. I cannot lie. I don't know how you are looking at this today to the German society. I know some inside stories in Germany, and this is not something far away from me. I mean, from my heart. We have really to work together, and we have to act. This is my idea. I thank you very much. I will leave soon. I want to hear anyhow. Thanks to the Dutch, then I could understand a little bit. And thank you to all, and to you, Roxana, that I can listen and watch all of you. Thank you very much. It's my pleasure, dear. And I hope really that your nieces and your daughters, and of course your brother, will be able to see this and watch this, because basically this lecture is made for them. Thank you. Thank you. So we have a new, switch jetzt wieder auf Deutsch. Genau, ist noch jemand in den Raum gekommen, die Karin. Karin, wir machen gerade eine kurze Vorstellungsrunde, wenn du nur kurz den Namen und, Karin, obviously, und wo du gerade, also wo du herkommst und wie du auf die Veranstaltung gekommen bist. Ja, hallo, ich bin die Karin, ich bin aus Wien und eben ich habe über die Johanna erfahren von der Veranstaltung. Ich finde das voll interessant und genau, ich bin dann parallel auch Babysitten, das heißt, ich werde zwischendurch nicht da sein, aber dann wieder einsteigen. Genau, und ja, sorry, dass ich das jetzt da bin. Die Karin ist auch im Team vom Aubrey Heroes Collective. Ja, und dann haben wir noch eine mysteriöse Person, die sich hinter dem Code X201 versteckt. Ich weiß nicht, ob da jemand anwesend ist oder was mitteilen möchte. Vielleicht möchte die Person auch einfach nur zuhören. Ist ja auch in Ordnung. Genau. Na gut, dann übergebe ich an dich, Roxy, und ich bin dabei parallel auf Facebook und schaue, was da passiert. Okay, Moment, ich gebe mal ganz kurz mein Bildschirm frei. So, letzte Liebesmenge, Gambi Tinhe, Buteski Roma, Mikarora Shana Lorraine, Welcome Kavaye, Workshop Romani Leadership. Hallo, ihr Lieben, die alle gerade nichts verstanden haben. Ich habe mich nur noch mal vorgestellt. Ich heiße Roxy, Roxana Lorraine Witt. So kennen mich die meisten. Heute präsentiere ich euch Romani Leadership, eine Geschichte europäischer Sinti und Roma über alle Widerstände hinweg. Vorab möchte ich euch gerne ein paar Infos zum Workshop geben. Dieser Workshop richtet sich vor allen Dingen an die Gruppen der Romja und Sintize. Ach, und die Bebildung ist demnach nicht an die Bedürfnisse von Gage angepasst, auch wenn ich schon gesehen habe, wir haben heute viele Gage als Zuschauerin und auch in unserer illustren Runde dabei. Meine lieben Gage, ihr werdet euch fragen, was dieses Wort eigentlich bedeutet.
Damit seid ihr als Menschen ohne Minderheitenerfahrung gemeint. Was sonst euer Vorteil ist, ist heute wohl euer Nachteil. Wir werden hier keine eurer Fragen klären. Seht bitte davon ab, sie in den Kommentaren oder sonst wo zu stellen und damit den Raum zu nehmen für die Fragen von Sintetze und Romnia. Ihr dürft gerne zuhören, aber das hier ist heute unser Raum. Und da wir eine Oral History sind, also mündlich übertragene Geschichte, gibt es bis auf wenige Ausnahmen auch keine Quellen. Aber die könnt ihr ja auch selber suchen. An unsere Community da draußen, dieser Workshop ist ein sehr grobes Bild von etwas, was viel größer ist, als ich es alleine darzustellen vermag. Die Repräsentation von Romani-Persönlichkeiten findet in ihrer Identität als Romnia und Sintetze de facto nirgendwo angemessen statt. Als westdeutsche Sintetze bin ich genau wie ihr Teil einer Gesellschaft, die sich in ausgesprochener Ignoranz unserer Geschichte, Identität und Kultur meistens auch unserer Würde gegenüber verhält. Das führt dazu, dass ich selbst, wenn ich wollte, nicht alle Romnia- und Sintetze-Gruppen, die in ihrer Vielfältigkeit hier unermesslich sind, hier in Hamburg stellen kann. Die in diesem Workshop genutzten Beispiele sind genau das, Beispiele. Wenn ihr dieses Video seht und feststellt, dass eure Geschichte, eure Idole, eure Hürden und Siege gefehlt haben, dann ist meine Entschuldigung nur die, dass ich mir dem bewusst bin. Jede einzelne Gruppe verdient das gleiche Maß an Aufmerksamkeit, Zuwendung, Repräsentation und Empowerment. Bitte nehmt die Unzulänglichkeit von mir und allen anderen, euch zu repräsentieren, als Anlass dafür, es selbst zu tun. Ich freue mich darauf, beim nächsten Mal von euch zu hören und euch zuzuhören, so wie ihr mir heute. Bevor wir in die Geschichte einsteigen, schauen wir uns den Rahmen an, in dem Geschichte stattfindet. Um die Leistung der Menschen in ihrem vollen Umfang begreifen zu können und ihre wahre Größe zumindest zu erahnen. Was sind also Widerstände, die Romnia und Sintetze unabhängig von Zeit und Ort immer überwinden müssen? Dafür die externen, also äußeren Faktoren an. Es gibt Hierarchien in der Gesellschaft, die wir White Supremacy, also weiße Vorherrschaft, nennen. Die hier gezeigte Abbildung zeigt eine grobe, beispielhafte Übersicht davon, wie Privilegien, also bevorzugte Zugänge zu Ressourcen wie Geld und Arbeit, Wohnung und anderen Ressourcen in der Gesellschaft verteilt sind. Kriterien in den meisten Fällen dazu führen, dass eine Person weniger Privilegien besitzt als eine zweite. Helle Haut zu besitzen ist nur eines von vielen Privilegien, auf die sich dieses Modell bezieht. Die Menschen in den meisten Privilegien, mit den meisten Privilegien, sind in der Regel unsichtbar. Sie besitzen die meiste Macht und definieren, was normal ist. Was wir als normal bezeichnen, ist in der Regel unsichtbar. Dafür sind die Merkmale, die andere von dieser Norm abweichend kennzeichnen, sichtbar. Denn diese Menschen erfahren deshalb Stigmatisierung. Dunkle Haut, Haare oder Augen zu haben, kann deshalb schon problematisch sein. Romnia und Sintetze haben historisch stets als Projektionsfläche für Andersartigkeit gedient. Was genau gerade uns so anders gemacht hat, kann variieren. Die Folgen, Ausgrenzung, Armut, Stigmatisierung, Vertreibung und Tod sind gleich geblieben. Auch nach mehr als 700 Jahren in Europa haftet uns das Stigma des ewigen Fremden an. Wir sind die Gruppe, die, egal wie sehr sie sich bemüht, immer fremd bleibt. Das hat zum Beispiel diejenigen, die die Norm definieren, ihre Identität als Herrschende über Abgrenzung betreiben. Wenn sie sauber sind, müssen wir dreckig sein. Wenn sie gut sind, müssen wir schlecht sein. Wenn sie klug sind, müssen wir dumm sein. Und wenn sie weiß sind, müssen wir schwarz sein. Es ist wichtig, weiße Kultur zu verstehen. Denn nur wenn man versteht, wie sie funktioniert, lernt man auch, ihr auszubrechen. Seit unserer Ankunft in Europa sind wir uns von Gage eingetrichtert worden, wer wir in ihrer Vorstellung sind. Und oftmals übernehmen wir diese Vorstellungen bis zu einem Punkt, dass wir selbst nicht wissen, wer wir sind, wer wir sein können und vor allem, wer wir sein wollen. Wir beginnen, uns über das zu definieren, was Gage über uns sagen, denken und meinen. Wenn wir verstehen, dass alles, was sie sagen, denken und meinen, nicht darauf basiert, wer wir wirklich sind, sondern darauf, wer sie nicht sein wollen, können wir verstehen, dass nicht wir das Problem sind, sondern sie. Seit mehr als 1000 Jahren verschiedenen Gruppen der Romnia und Sintetze zur Unterdrückung. Das hat zur Folge, dass wir kaum die Möglichkeit haben, uns zur Wehr zu setzen. Wir müssen Strategien entwickeln, die es uns ermöglichen, aus dem Kreislauf der Unterdrückung auszubrechen
und unser Leben selbstbestimmt und ermächtigt in Freiheit zu führen. Dafür müssen wir zuerst das Narrativ, die Erzählung durchbrechen, dass es keine Rose oder Romja gegeben hätte, die genau das getan haben, nämlich für ihre Freiheit zu kämpfen. Und uns dann ansehen, wie sie das getan haben und überlegen, was wir von ihnen lernen können. Wir müssen dabei auch selbstkritisch sein. Wir sind selbst Teil dieses Systems, dessen Regeln aufgestellt wurden, um die Machtverhältnisse zwischen Gaji und uns und anderen Gruppen zu erhalten. Auch unser Denken ist von Mustern geprägt. Als erstes müssen wir die Ketten unserer eigenen Gedanken, indem wir erkennen, was unsere Visionen und Gedanken in ihrer Freiheit beschränkt. Wir müssen uns auch klar sein, dass oftmals das, was wir als Teil von uns selbst glauben, auch ein Produkt jahrhundertelanger Gewalterfahrung und Unterdrückung sein kann. Oftmals mal die einzige Taktik zu überleben, sich den Verhältnissen anzupassen. Kulturen von unterdrückten Gruppen befinden sich von daher unter einem sogenannten gesellschaftlichen Brennglas. Konkret heißt das, dass alles, was an Struktur in der Gesamtgesellschaft existiert, auch bei uns existiert, nur in doppelter oder dreifacher Intensität. So kommt es, dass viele Gruppen der Romja und Sintize entgegen dem Stigma extreme Reinheitsgebote haben, denn Reinlichkeit ist ein gesellschaftlicher Wert. Unreinlichkeit ist verpönt. Ähnlich verhält es sich mit anderen Tabus. Das bedeutet nicht, dass keine authentische Kultur mehr übrig geblieben ist. Unsere Kultur ist Teil unserer Identität. Sie kann bestärkend sein und uns in unserem Reifen und in unserer Emanzipation unterstützen. Um zu erkennen, was wirklich Teil unserer Kultur und Identität ist, ist es, wie bereits gesagt, wichtig zu identifizieren, was Gaji-Identität und Kultur ist. Oftmals zählen hierzu beispielsweise Emotions- und Empathielosigkeit. In den letzten 1000 Jahren in Europa haben nicht nur mehrere Genozide, Rassismus, Kreuzfahrt und der Holocaust stattgefunden, sondern auch untereinander finden Gaji tagtäglich Methoden, sich gegenseitig zu unterdrücken. Das Menschenbild ist oftmals egozentrisch, also ich-zentriert und negativ. Gaji haben ein Menschenbild, in der der Mensch grundsätzlich selbstsüchtig handelt und deshalb nicht vertrauenswürdig ist. Deshalb schenken Gaji sich unter einem grundsätzlich Misstrauen, während es Teil der Romani-Pin von Rom Nokoba ist, sich gegenseitig grundsätzlich Vertrauen zu schenken. Das gesprochene Wort gilt, bis es gebrochen wird. Vertrauen muss nicht bewiesen werden, es ist einfach da. Emotionen und Gefühle, Freundlichkeit und Mitmenschentum sind keine Schwächen, sondern Stärken. Wir haben eine Vielzahl solcher Stärken und wollen. Dafür schauen wir uns eine Übersicht dessen an, wo diese Stärken ihren Ursprung gefunden haben. Die Geschichte der Sintize und Romja sind Geschichten des Erfolges. Es gibt viele verschiedene Gruppen, die allesamt eine einzigartige Historie besitzen. Und mit einzigartigen Hürden, die sie aus ihrer eigenen Kraft heraus überwinden mussten, konfrontiert werden. Ich werde versuchen, ein wenig davon zu erzählen, aber ich möchte mir nicht anmaßen, für alle über ihren Ursprung zu sprechen. Deshalb werde ich es beispielhaft für die Menschen tun, für die ich ansatzweise aus meiner eigenen Position heraus sprechen kann. Damit sollen keine Hierarchien erstellt werden. Ich hoffe sehr, dass dieser Workshop noch von vielen anderen Gruppen der Romja und Sintize gehalten wird, die über den Ursprung ihres Leadership-Charakters für sich selbst können und wollen. Was uns wahrscheinlich allen gemeinsam ist, ist, dass wir ursprünglich aus Nordindien stammen, also dem heutigen Nordindien, aber es ist eher eine Region zwischen Pakistan und Indien, die sich auf beide Gebiete verteilt. Bis heute ist hier eine Region, die sich Sindh nennt. Und dort leben bis heute nie. Ich hatte die Freude, einige im deutschen Exil lebenden Aktivisten kennenzulernen. Das Interessante an unseren Begegnungen war, dass wir uns verständigen konnten. Ein wenig zumindest. Während andere Romja-Gruppen mich mit Safir begrüßen, begrüßen wir uns mit Hajala. Tatsächlich leben in der Region viele verschiedene Minderheiten, die seit langer Zeit nach Autonomie streben. Wie beispielsweise die Balochen und Sinti es tun. Was früher ein Königreich und eine Hochkultur war, ist eine annektierte Region, gesplittet aus Pakistan und Indien heutzutage. Die Kultur der Sinti war bereits 3000 Jahre vor Christi Geburt auf einem Höhepunkt. Ausgrabungen in Mohenjo-Daro, hier oben links, haben gezeigt, dass es eine städtische Zivilisation mit Werten, eigener Identität und Kultur war,
Handwerke und hohe Künste wie Malerei, Musik, Literatur und Pferdezucht waren einer der Gründe, warum Einfall muslimischer Besatzer in der Region viele tausende Sinti zusammen mit anderen Gruppen aus der Region als Sklaven gehalten und schließlich verschleppt wurden Richtung Europa. Auf diesem Bild sieht man eine typische Kopfbedeckung traditioneller Sinti, die heute noch so getragen wird. Auf dem Bild daneben, rechts unten, der Z. Eine Weile nach ihrer Ankunft in Europa zeigt sie dieser Holzschnitt, eine Familie um das Jahr 1552. Ähnlichkeiten schienen dort noch weiter zu bestehen, wenn man achtet auf die Ästhetik der Kleidung und der Gebärden. Eine weitere Parallele ist, dass damals wie heute noch der Wunsch nach Autonomie, also Unabhängigkeit und Eigenständigkeit von Kultur und auch Land und sowohl Sinti in Sindh als auch Sintize und Romja, die beispielsweise in Deutschland leben, verbindet. Oben rechts sehen wir einen Protest von Sinti und Balochen im Exil, die sich gegen die Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen durch die im indischen und pakistanische Regierung im Protest wehren. Ich könnte fahren, lange und ausführlich die Unterdrückung zu erörtern, von der bereits erwähnten Versklavung bis hin zum Holocaust. Das werde ich aber nicht. Wir wollen keine Opfer sein. Und die Interpretation von uns als ständige Opfer ist auch nicht hinreichend in Bezug darauf, dass weiße Kulturen in Europa uns nicht mit offenen Armen empfangen haben, sondern uns kontinuierlicher Gewalt ausgesetzt haben, die ihnen innewohnend eigentlich nicht unser Problem hätte sein sollen. Aber was nie erzählt wird, ist, dass wir überlebt haben. Wir haben all diese Gewalt überlebt. Wir waren all dieser Gewalt überlegen. Wir waren stärker als diejenigen, die versucht haben. Und wir sind nicht nur hier, wir sind nicht nur immer noch hier, sondern wir haben fundamental die europäische Gesellschaft und Kultur mitgeprägt, im besten Sinne. Von Musik, Kunst und Kultur bis zur Wissenschaft. Aber dazu kommen wir jetzt. Es gibt hunderte Bücher über die Unterdrückung und das Leid, das uns angetan wurde. Aber genauso viele Bücher könnten mindestens gefüllt werden mit den Bereicherungen, die wir zu unserer Gesellschaft, unserer aller Gesellschaft, beigetragen haben. Hätten die Nazis nicht alles verbrannt, was in ihrem Weltbild einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte oder hätte machen können und wären gar so nicht grundsätzlich bestrebt, unsere Erfolge zu silenzen und zu verschweigen, um an ihrem Weltbild von unnahbarem Übermenschentum festzuhalten, dann gäbe es das sicherlich auch nicht. Auch. Repräsentation zu schaffen ist wichtig und ich habe ein ganz bisschen chronologisch auf dieser Seite etwas festzubannen von etwas, was eigentlich viele, viele Bücher füllen müsste. Es gibt ganz grob 3, 4 Meilensteine, die die Richtung der heutigen politischen Bewegung prägen. Erstens, dass bereits vor dem Weltkrieg sich die ersten Romja in Allianzen zusammengeschlossen haben, um gemeinsam gegen Unrecht vorzugehen und ihre Situation zu verbessern, nämlich mindestens 1925 in Russland. Zweitens, dass Deutschland relativ kurz danach Zusammenschlüsse und freie Proteste gab, die in Institutionen wie dem Zentralrat und seinen Erfolgen gemündet haben. Also etwa die Anerkennung des Völkermordes an Romja und Sintize, Entschädigung und ein Beginn der historischen Aufarbeitung. Als auch in feministischen Institutionen, die lange vor den ersten Verhandlungen vor über 30 Jahren bereits aus Proteststeine an die Stelle gelegt haben, an der das Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas in Berlin stehen sollte. Wir reden natürlich auch über die Verhandlungen in Bezug auf die Errichtung des Mahnmals. Im Zuge des sogenannten Romani Movements Ende der 68er Bewegung kam es zudem zur ersten organisierten internationalen Gruppen, internationalen Zusammenarbeit der verschiedenen Gruppen der Sintize und Romja, die sich gegen Unterdrückung zu wehren ersuchten. Zwei prägende Konferenzen 1971 und 1979 in jeweils London und Brüssel haben eine Hymne, eine Flagge und eine gemeinsame Vision von Unabhängigkeit hervorgebracht. Auch wenn nicht alle Gruppen sich gleichermaßen von diesen beiden Bewegungen vertreten fühlen, haben das Leben aller Romja und Sintize der einen oder anderen Weise geprägt durch ihren Einfluss auf die europäische Politik bis heute. Zuletzt ist der Kampf von Freiheit immer geprägt von den Erfolgen von Gruppen als auch von Individuen. Ian Hancock war der erste promovierte Rom.
Er kam ohne jegliche Schulbildung an eine Universität oder aber aufgrund seines Könnens und seines Intellekts angenommen und gefördert und lehrte jahrelang unter anderem die von ihm gegründeten Ladis und gab so ganzen Generationen einen Teil ihrer Identität zurück, auch durch seine enorme Wissensansammlung. Gleichzeitig sind es feministische, queere oder die Initiativen junger Romnia und Sintize, die sich neue Räume und damit Freiheit hier und heute erkämpfen. Im Jahr 2015 kamen hier viele Erfolge zusammen. Das Romani-Pena-Archiv, das einzige feministische Archiv auf deutschem Grund und Boden, wurde gegründet, als im selben Jahr auf der Pride der erste Sinti- und Roma-Wagen in Deutschland dank der Queer-Roma-Initiative fuhr. Mit Professor Dr. Jane Weiss promovierte Sintize, die einen Lehrauftrag an einer angesehenen Universität innehatte. Romani Leadership. Was bedeutet das und wer sind Romani Leaders? Und was macht sie so besonders? Wenn ihr geglaubt habt, es sei schwer, Beispiele für Leadership zu finden, dann muss ich euch enttäuschen. Ich hätte Seiten mit Namen und Geschichten füllen können, die aufzeigen, wie Romani Leadership aussieht und wie es immer wieder dazu geführt hat, dass Sintize und Romja trotz aller Hindernisse Siegergeschichte geschrieben haben. Am Ende musste ich tatsächlich bis auf einige Ausnahmen losen, heute vorstelle. Doch seid euch im Klaren, auch das hier ist nur eine winzig kleine Auswahl. Chaya Stoiker war Autorin, Musikerin, Dichterin, Künstlerin auf so vielen Ebenen. Sie war Mutter, Freundin und Idol. Nachdem sie Auschwitz überlebt hat, hat sie ihr Leben der Erinnerung gewidmet und nahm es als Auftrag wahr, die Erinnerungen wachzuhalten, an die jungen Menschen weiterzugeben, um sie zum Widerstand schließlich zu animieren, damit so etwas nie wieder passieren sollte. Nach einer Reise nach Japan begann sie im Alter von mehr als 50 Jahren zu malen und ihre Kunst zu schaffen. Ihre Bilder wurden in Tokio, London und den USA ausgestellt. Sie malte über 1000 davon und füllte mehr als 30 Notizbücher voll mit Erinnerungen und ihren Aufzeichnungen für die Nachwelt. Über das Erlebte zu sprechen galt insbesondere in ihrer Gemeinschaft noch als striktes Tabu. Und so wurde Chaya Stoiker nicht nur zu einer Persönlichkeit, die dafür steht, dass nichts einen davon abhalten kann, seine Träume zu erfüllen, sondern auch zu einem Idol des Mutes und der Kühnheit für alle jungen Frauen über die Romnia-Gemeinschaften hinaus. Ihr Sohn Heuda sagte, dass ihre Kunst ihre Form der Befreiung war. Sie hatte nach all der Zeit endlich die Kraft gefunden, der Herr über ihre Erinnerungen zu werden. Johann Wilhelm Treumann wächst mit 8 Jahren in ärmlichen Verhältnissen auf, in der Altstadt von Hannover. Mit 8 Jahren steigt er das erste Mal in den Boxring und er gewinnt 4-mal die Regionalmeisterschaften und nimmt schließlich an der deutschen Meisterschaft im Amateurboxen teil. Als er 1928 nicht für die Olympischen Spiele in Amsterdam aufgestellt wird, entschließt er sich, Profiboxer zu werden. Sein Erfolg wächst rasch, denn allein im Jahr 1930 bestreitet er 13, darunter auch internationale Kämpfe. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme werden die Boxclubs gleichgeschaltet. Nicht-arische Mitglieder wie der Zinto Johann werden ausgeschlossen. Im Juni 1933, 8 Tage nach seinem Sieg über Adolf Witt, wird Johann Treumann der Titel als deutscher Boxweltmeister im Halbschwergewicht aberkannt. Im Juli 1933 erscheint er zu einem Boxkampf mit blond gefärbten Haaren und weiß gepudelter Haut, um so gegen den Rassenwahn des NS-Regimes zu demonstrieren. Schließlich wird Neuengamme, ein Außenlager des KZ Wittenberge, ermordet. Bis zum letzten Atemzug leistete Rukeli Treumann Widerstand. Er boxte nicht nur unter Hunger leidend im KZ. Selbst als er bereits geschwächt war vom Hunger, Durst und von Krankheiten, brauchte es mehrere bewaffnete Wärter, um ihn zu Boden zu bringen. Rukeli Treumann war zu Lebzeiten ein Held des Widerstandes und weigerte sich bis zum Schluss aufzugeben. Er ist damit ein Symbol für Tapferkeit, Durchsetzungsvermögen und Mut bis heute. Seine Erfolge mussten aufwendig recherchiert werden. Auch das ist ein Beispiel dafür, wie die Erfolge der Romnia und Sintize systematisch durch Zensur mit dem Zweck der Erschaffung eines Minderwertigkeiten-Mythos aus dem öffentlichen Bewusstsein getilgt worden sind. Okay.
Raimund Göhren ist einer der Größten des Widerstandes. Als Sohn einer Artistenfamilie geboren, kam er nach dem Vorrücken der deutschen Truppen in Frankreich 1940 zusammen mit seiner Familie in das Internierungslager Lenasse-Montigny. Er konnte ein Jahr später fliehen, doch wurde kurz darauf wieder gefangen genommen. Er verlor sein Augenlicht auf einem Auge durch die Schläge eines Nationalsozialisten. Erst 1950 konnte er wieder mit seiner Familie vereint werden. Er hielt niemals finanzielle oder moralische Entschädigung für die Verbrechen, die ihm angetan worden waren. Seine zweite Inhaftierung erfolgte damals, weil er Nahrungsmittel von deutschen Truppen gestohlen und sie den Häftlingen in Zwangsarbeiterlage gebracht hatte. Raimund Göhren erzählte die Geschichte seiner Familie in einem Buch und war bis zu seinem Tod ein Urgestein der Bürgerrechtsbewegung und Kämpfer für Gerechtigkeit. Seine größte Energie investierte er in die Aufklärung junger Menschen, in denen er die Zukunft sah, und diente der Jugend als Wegbegleiter, etwa bei den jährlichen Fahrten nach Auschwitz der Jugendorganisation Die Kinder Bistas. Hier auf dem Bild ist er Arm in Arm mit Jesse Jackson Senior zu sehen, einem langjährigen Weggefährten von Martin Luther King, zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Raimund ist dieses Jahr von uns gegangen und hinterlässt eine Lücke im Herzen aller, die ihn kannten. Mit 16 Jahren wurde Anna Mettbach nach Auschwitz-Birkenau deportiert, wo sie die Massenvernichtung in den Gaskammern aus nächster Nähe miterlebte. Da sie von der SS als arbeitsfähig eingestuft wurde, kam sie Anfang 1944 in das KZ Ravensbrück und schließlich in ein Lager in Wolkenburg, wo sie als Zwangsarbeiterin bei Siemens arbeiten musste. Auf einem Todesmarsch nach Dachau wurde sie von amerikanischen Gruppen befreit. Sie heiratete Ignaz Mettbach aus Gießen, der das KZ Buchenwald überlebt hatte. Im Jahr 1999 erschien ihre Erinnerung »Wer wird der Nächste sein?« an die erlittenen Verfolgung. Sie trat oft vor Schulklassen und auf Veranstaltungen als Zeitzeugin auf. Außerdem nahm sie auch an zahlreichen Veranstaltungen des Zentralrats teil und sprach etwa am 25. März 2003 bei der Einweihung des Denkmals für Sinti und Roma in Leipzig. Aufgrund ihres Einsatzes wurde seit 2012 jedes Jahr mit einer offiziellen Gedenkveranstaltung am 16. März an alle Gießener Sinti erinnert, die 1943 in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurden. Sie war Trägerin des Bundesverdienstkreuz und der Hedwig-Buckheim-Medaille für besondere Verdienste im Sinne der Völkerverständigung gewesen. Ihre Zeitzeugnisse zeigen insbesondere die emotionale Dimension der Grausamkeit und das Gefühlsempfinden der Insassen aus. Ilola Lagren wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Heidelberg als Kind von NS-Überlebenden geboren. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Reinhold Lagren gehörte sie zu den treibenden Kräften der Bürgerrechtsarbeit der Sinti und Roma in Baden-Württemberg und bundesweit. 1986 als Mitbegründerin des heutigen Landesverbands Deutscher Sinti und Roma 90 bis 69, dessen Vorsitzende und bis heute als Vorstandsmitglied im rheinland-pfälzischen Verband Sinti und Roma. Durch ihr politisches und erinnerungspolitisches Engagement hat sie in Baden-Württemberg unübersehbare und nachhaltige Meilensteine gesetzt. Ihren Zielen folgen, sich für Bildung und für die Rechte der Frauen einzusetzen, hat Ilona Langren bis heute nicht nur hunderte Schulen besucht und geleistet. Sie hat sich auch insbesondere in feministischen Bewegungen engagiert und engagiert sich als Mentorin für junge Frauen, Sinti Zivironia, und bestärkt sie in ihrem Wirken und Handeln. Das wundert wenig, wenn man bedenkt, dass sie eine der ersten Bürgerrechtlerinnen war. Auf den Bildern von den Demonstrationen sieht man sie zwar nicht im Mittelpunkt, doch sie und andere Frauen waren es, die Transporter fuhren, mit denen eben jene Akten aus deutschen Archiven geholt wurden, mit denen es möglich war, den Völkermord an den Sinti und Roma nachzuweisen, Anerkennung und Wiedergutmachung zu fordern und das Gedenken anzustoßen. Vor wenigen Monaten richtete sie sich in einer gemeinsamen Ansprache an die Bevölkerung zum Erhalt des Mahnmales, das sie miterkämpft hat. Sie ist eine Ikone für viele junge Frauen und trägt das Erbe ihres Mannes in die Welt hinaus. Mehr als 20 Jahre lang hat Reinhold Lagren an der Entwicklung eines Hochromanes der Sinti gearbeitet. In dieses übersetzte er klassische deutsche Gedichte. So ist das entstandene Jipamissa einzigartig selbst und ein Stück zurückgewonnener Identität.
Otto Rosenberg wurde 1927 geboren und überlebte als einziger seiner Geschwister Auschwitz und Bergen-Belsen. In seinem Buch Das Brennglas beschreibt er seine Erlebnisse und legt die Zustände im Lager Berlin-Marzahn und seine Begegnungen mit Eva Justin und Josef Mengele ab. Als erster seiner Generation beschreibt er in seinem Zeugnis nicht nur die Zustände im Lager, sondern schildert offen und ehrlich die psychologischen Auswirkungen und in ungeschönter Art und Weise die Ereignisse, die wie ein Tabu das Schweigen der Überlebenden sicherten. Er berichtet von Kannibalismus, von Hunger und davon, wie Frauen, insbesondere auch Romne und Sinti, von den Nationalsozialisten missbraucht wurden. Ein Thema, das bis heute kaum Raum im politischen Diskurs findet. Es verwundert nicht, dass jemand mit so viel Mut diesen nur weitergeben kann. Als Gründer des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, der Sinti und Roma, hat er nicht nur das Bundesverdienstkreuz erhalten, sondern zwei wahre Powerfrauen gebracht und erzogen. Seine Tochter Petra ist studierte Erziehungswissenschaftlerin und beschrieb zum ersten Mal systematisch institutionelle Diskriminierung im Schulsystem von Romni und Sinti. Sie leitet den Landesverband bis heute. Seine zweite Tochter Marianne Rosenberg ist eine bekannte Sängerin und Aktivistin. Beide setzen sich bis heute für die Rechte und für der Gruppe und für individuelle Verständigung ein. Der Platz sowie die Straße vor der Gedenkstätte sowie ein kürzlich eingeweihtes Haus vor den Toren des ehemaligen Lagers Marzahn wurde Otto Rosenberg für seine herausragenden Verdienste gewidmet. Melanie Spitter wurde auf der Flucht nach Belgien geboren. Ihre Mutter verstarb, als sie noch jung war, an Tuberkulose und sie selbst war ebenfalls von Lungenkrankheiten betroffen, an denen sie auch schließlich starb. Keines ihrer Geschwister überlebte Auschwitz. Ihre Mutter war die einzige Überlebende, zusammen mit ihr selbst. Ihr filmisches Werk hatte Melanie der Aufarbeitung. Der Film Das falsche Wort half dabei, die Forderung nach Anerkennung des Völkermordes in das Bewusstsein der internationalen Politik zu tragen. In ihrem Wirken war Melanie auf sich allein gestellt und erhielt wenig bis keine Unterstützung von männlichen Zeitgenossen. Melanie Spitter setzte sich gegen die Bevormundung der sozialen Arbeit ein und seitens der Bevormundung von Journalistinnen und Behörden. Auf sie zurückzuführen ist der Ausspruch Arbeitersyndrom, welcher meint, dass vermeintliche Hilfen für die Gruppen der Romja und Sinti eben gar keine wirklichen Hilfen seien, sondern dazu dienten, die natürliche Ordnung unteren Rand der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Sie ist damals eine Ikone der Frauenbewegung und ja. Alfreda Markowska verloren 1941 bei einer Massenerschießung ihre gesamte Familie. Sie konnte trotzdem sie gefasst wurde, als einzige mehrfach fliehen. Mit gefälschten Papieren wurde sie zuletzt in Rotschwardorf erwischt und musste schließlich Zwangsarbeit an den Bahnschienen leisten, an denen der Zug nach Auschwitz vorbeifuhr. Tages gab ihr aus einem Zug heraus eine verzweifelte Zinteser, ihr Kind aus einem der Zugeszüge. Ab diesem Tag holte sie heimlich die Kinder aus Transportern heraus und rettete so mehr als 50 Leben von Sinti, Romja und jüdischen Menschen. Sie wurde 80 Jahre später dafür mit der höchsten Auszeichnung Polens geehrt. Eine Entschädigung für die Verfolgung hat sie nie bekommen. So, wir switchen jetzt ein bisschen in die Neuzeit. Wir haben jetzt von ganz vielen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen Biografien gehört. Und wir kommen jetzt zu ein paar weniger bekannten Persönlichkeiten aus den Gruppen der Romja und Sinti, die weniger mit den Erlebnissen des Holocaust zu tun haben und vielmehr einfach auch gesellschaftlich Beiträge geleistet haben. So unter anderem August Krog. August Krog war der erste Nobelpreisträger, der ein Rom war. Er war Naturwissenschaftler und vor allen Dingen auch Biologe, Tier, also Tierbiologe, und hat den Nobelpreis in Medizin bekommen für seine Entdeckungen bezüglich osmotischer Vorgänge. Und verdanken ja August Krog solche Dinge wie das tolle Fahrrad, das man im Fitnesscenter sieht.
Denn August Krog hat unter anderem auch festgestellt, dass beim Metabolismus, beim menschlichen Metabolismus in den Muskeln nicht nur Zucker, sondern auch Fett verbrannt wird. Außerdem ist August Krog einer der Mitgründer zusammen mit seiner Frau, also mit seiner Frau damals, als sie noch lebte natürlich, von Novo Nordisk. Wer Novo Nordisk nicht kennt, Novo Nordisk ist heutzutage einer der Aluminiumhersteller der Welt. Auch ein ziemlich kontroverses Unternehmen, allerdings in der Größe beachtlich. Gestartet hat es allerdings nicht wie heutzutage hauptsächlich mit der Gewinnung von Aluminium, sondern mit der Herstellung von Insulin. In seiner Nobelpreisrede trug seine Zeit, um Fürsprache zu halten für die Situation der Romnia und Sinti. Ab jetzt gibt es noch weniger zu lesen als vorher, denn ich denke, Pablo Picasso dürften alle kennen. Weniger bekannt ist, dass Pablo Picasso Angehörige der gitanischen Roma war und das auch offen kommuniziert hat innerhalb der Gemeinschaft. Es sind darüber weniger schriftliche Belege vorhanden, als vielmehr die Oral Tradition, die das innerhalb der Gemeinschaft weitergibt und dieses Wissen, obwohl ich da nicht 100%ig sicher bin, ob es nicht doch auch mehr schriftliche Belege gibt. Ich glaube, an Picasso ist nicht viel zu erklären, eigentlich ärmlichen Verhältnissen oder kam und hat die Kunst geprägt, wie eigentlich kein zweiter. Der Name Picasso steht heute für künstlerisches Können und Know-how, wie nichts anderes eigentlich. Er ist der Begründer des Kubismus und hat die klassische Moderne geprägt. Die Zeichnungen, mit denen Picasso am Anfang berühmt geworden ist, nämlich die abstrakten Zeichnungen seiner Tauben, sind tatsächlich die Vorlage für das, was wir heute als Friedenssymbol kennen, gewesen. Ja. So viel dazu. Ich denke, das Überraschendste ist auch hier, dass er zur Gemeinschaft gehört und ich dürfte eigentlich jeden und jeder Person, die zusieht, klar sein, welchen Einfluss das Wirken von Picasso auf die europäische Kultur und Gesellschaft gehabt hat. Ebenso sieht es beim nächsten aus. Charles, tatsächlich ist auch hier, glaube ich, kaum Erklärung notwendig, wer Charlie Chaplin ist. Er war Schauspieler, er war Filmemacher, er war Comedian und hat nicht nur den Schwarz-Weiß-Film geprägt wie kein zweiter, sondern auch unser Verständnis bis heute von Humor. Lange Zeit war nicht bekannt, dass er Angehöriger der Gruppen der Romnia und Sinti ist, beziehungsweise einer Gruppe natürlich im Spezifischen. Erst vor einigen Jahren hat seine Tochter in einem alten, in einem alten Nachtkästchen quasi, das sie ein Band hat, einen Brief gefunden, in dem er quasi eine Kommunikation mit wiederum einem anderen Bekannten pflegte und in der sie sich darüber unterhielten, dass er, also Charlie Chaplin, im Wohnwagen des Bekannten, also im Wohnwagen dessen Mutter zur Welt gekommen sei. Nachweisen kann man das unter anderem dadurch, dass als Charlie Chaplin geboren wurde, in England es eigentlich üblich war, den Geburtsort und so weiter auf der Geburtsurkunde anzugeben und er solche Dokumente gar nicht besaß, weil er eben in besagten Wohnwagen zur Welt gekommen ist. Aktuell wird Literatur über diese ganzen Hintergründe erstellt. Ich bin da sehr gespannt, was kommt. Für mich ist es wichtig, nochmal zu verdeutlichen, dass Menschen, die auch nicht offensichtlich Romnia oder Sinti sind, sehr viel zur europäischen Kultur und unserer Gemeinschaft haben und es auch immer noch tun, wie unter anderem Ricardo Quaresma. Da gibt es auch nicht viel zu sagen. Auch wenn man kein Fußballfan ist, kann man Ricardo Quaresma kennen. Er ist einer der Weltstars, er ist eigentlich einer der bestbezahlten Fußballer der Welt und hat unendlich viele Preise eingeheimst. Er ist bekannt dafür, dass er eine besondere Art hat, den Ball zu stoßen, nämlich mit äußeren Fußseite. Ich weiß leider nicht mehr, ob links oder rechts. Er ist unter anderem auch bekannt als einer der besten Freunde von Cristiano Ronaldo, der bekannten CR7. Und Cristiano Ronaldo war es auch, der ihnen diesen Spitznamen G-King verpasst hat, also aufgrund ihrer tiefen Freundschaft.
Das Interessante ist, obwohl Ricardo Quaresma heutzutage einer der bestbezahlten Fußballer der Welt ist und quasi in Saus und Braus lebt, konnte aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Also seine Familie, er sind mit Manouche aufgewachsen aus Frankreich und sind tatsächlich wirklich einfache Händler, die auf Märkten ihre Waren verkauft haben, als er noch ein junges Kind war. Und bis heute lebt er auch in der Kultur und darüber und spricht sich auch offen gegen rassistische Beleidigungen aus. Es kam sogar einmal zu einem Vorfall, als ein Spieler auf dem Platz rassistisch beleidigte, woraufhin er für einige Zeit dem Spiel fernbleiben musste. So, die letzte Person, die auch eigentlich keine Erklärung braucht, ist Mutter Teresa. Mutter Teresa war eine bekannte serbische Romni und ist mittlerweile heilig gesprochen, aufgrund ihrer Eigenschaften oder der Eigenschaften, die ihr zugeschrieben werden, Gütigkeit, sich um Menschen zu kümmern. Sie hat sie gepflegt, sie hat Päpste, ich glaube mehrere Päpste getroffen. Auch zu Mutter Teresa muss man nicht viel sagen. Warum ist sie mit hier im Bereich des Romani Leadership? Warum ist sie hier als Leader? Weil auch sie, wie keine andere, symbolisch für etwas steht, was nicht nur die Kultur der Romani und Sinti geprägt hat, sondern die gesamteuropäische Kultur. Also wer Mutter Teresa nicht kennt, also es gibt auch im Englischen oder in anderen Sprachen den Ausspruch, ich bin nicht Mutter Teresa, wenn man sagen möchte, ich bin nicht so selbstlos oder gütig. Also jetzt habe ich schon einiges vorgestellt. Bevor ich jetzt zur vorletzten Person muss ich sagen, dass hier natürlich auch einige kontroverse Persönlichkeiten mit dabei sind. Und dabei geht es vor allen Dingen darum, dass ich es wichtig finde, wenn wir über Romani Leadership reden, nicht von Ikonenverehrung zu sprechen oder von Menschen, die wir idealisieren. Denn alle hier vorgestellten Persönlichkeiten sind Menschen, die sehr viel erreicht haben, aber die sicherlich auch einfach nur Menschen sind und ihre Schatten hatten. Und ich denke, es ist wichtig, wenn man nachdenkt, was ist gutes Leadership oder wie suche ich mir meine Vorbilder aus, dass man da realistisch bleibt und auch nicht versucht, sich selber in eine Form der Perfektion zu pressen, denn auch von Gewalt, die in der Kultur, in der wir jetzt zurzeit gemeinsam leben, regelmäßig stattfindet. Wer im deutschsprachigen Raum lebt, kennt das Gesicht von Willy Viorel Paun. Er ist eines der neun Opfer des terroristischen Anschlags, der vor etwas mehr als 6 Monaten, ich glaube mittlerweile sind es schon 7 Monate, in Hanau stattgefunden hat. Ein weißer suprematistischer Terrorist ist durch die Straßen Hanaus gezogen mit dem Ziel, Menschen, die vermeintlich nicht arisch, nicht weiß genug, nicht rein genug, ein unlebenswertes Leben in seiner Vorstellung sind, umzubringen. Und Willy Viorel Paun wäre eigentlich dabei gewesen, denn er hat sich nicht am Zielort befunden und lange Zeit galt er in den Untersuchungen zu dem Fall als Zufallsopfer, bis sich schließlich herausstellte, dass Willy dem Täter gefolgt war. Also es wurde dann festgestellt, dass er unter anderem versucht hatte, mehrmals in dieser Nacht die Polizei anzurufen und dass an seinem Auto Einschusslöcher waren. Also er scheint dem Täter zufällig über den Weg gelaufen zu sein und entschloss sich dann, nicht wegzulaufen, sondern hinterherzufahren, in der Hoffnung, dass er Leben retten könnte. Hier ist ein ganz junger Mann, ein Rom aus Rumänien, erzählt gestorben. Und ich glaube, das ist eine Geschichte von Romani Leadership oder was Romani Leadership bedeuten kann, wenn wir darüber reden, über unsere eigenen Grenzen hinauszugehen. Das letzte ist ein Fragezeichen. Liegt daran, dass hier jeder Name stehen könnte. Dass dieses Video, auch wenn ich vielleicht heute dann ein anderes Mal, viele Romja und Sintetze oder auch Travelers, Manouche, Kali, Kalderasch, wie ihr euch auch immer selber nennt, dass ihr es sehen werdet und dass euch klar ist, dass ihr selbst auch Leader sein könnt und Perspektiven habt. Dabei geht es darum, über seine eigenen Grenzen, das habe ich schon gesagt, hinauszugehen, mutig zu sein und sich Neues zu wagen. Und deshalb, Diri Mami, Diri Papo, Diri Tata, Diri Pen, Diri Pral, Diri Kako, Halauta Menschi, alle Romani Leader.
wieder sein. Und das ist eigentlich die wichtigste Aussage unseres heutigen Workshops. Was bedeutet für Somali Leadership, auch wenn wir an eine europäische Ebene denken? Ich habe jetzt ganz viele Beispiele gegeben, was Somali Leadership bedeuten kann oder bedeuten kann. Wir haben es uns historisch angeguckt, wie Sintetse und Romja immer wieder es geschafft haben, trotz Unterdrückung zu siegen, erfolgreich zu sein und es von unten nach ganz oben zu schaffen. Ich habe versucht, das in Worte zu fassen. Romani Leadership ist ein umfassender Term, der verschiedene Formen des inkludiert. Roma Leadership, Sinti Leadership, Traveler Leadership, Queer, Trans Leadership, Roman Leadership, Impaired Leadership. Es ist inklusiv. Romani Leadership bedeutet, den Mut zu haben, über seine eigenen Grenzen hinauszugehen und damit andere zu ermutigen, es ebenfalls zu tun. Romani Leadership bedeutet, dass wir alles sein können, was wir sein wollen und uns niemand unserer Perspektiven, Träume und Ziele berauben kann. Romani Leadership bedeutet auch, dass wir die Verantwortung und Führung für uns und unsere Umwelt übernehmen, weil wir die Fähigkeiten und Kompetenzen dazu haben. Romani Leadership heißt, wir sprechen für uns und geben uns nicht mit weniger zufrieden als Augenhöhe, weil wir uns und unser Wissen und unsere Fähigkeiten in ihrer Geschichte als Bereicherung für Europa und die Welt verstehen. Es braucht keine europäischen oder nationalen Lösungen für uns. Wir sind Teil der Lösung. Das einfach mal gesagt, auch als Statement auf aktuelle Entwicklungen zur Roma 2020 Agenda. Wir sprechen für uns selbst. So, wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Ich denke, ihr seid auch ein wenig erschöpft. Das heißt, wir fragen uns jetzt auch gleich nochmal, wenn wir in die Diskussion und ins Gespräch gehen, wie schreiben wir unsere Geschichte weiter? Also, ich habe gesagt am Anfang, liebe Gerd, du heißt euch raus, aber jetzt hier in unserer engen Runde, ich weiß nicht, wer noch dazugekommen sind, die gleich mitdiskutieren werden oder mitsprechen werden, sind, glaube ich, weniger Leute von uns anwesend. Das heißt, bitte haltet euch nur dann zurück, wenn auch tatsächlich Leute anwesend sind, die, denen dieser Raum mehr zusteht, überdenkt, welche Privilegien und aus welcher Position ihr sprecht, auch im Bezug auf Geschlechter- und Genderverhältnisse. Aber das erstmal dazu. Dann kam ja diese Frage jetzt, wie schreiben wir unsere Geschichte weiter? Das heißt, wir haben uns jetzt ganz viele Beispiele angeguckt und die Geschichte ist ja nicht vorbei. Mit jeder Minute geht die Geschichte der europäischen Romja und Sintetse voran. So, welche Strategien fahren, um von dort wegzukommen, wo wir jetzt uns vielleicht selber noch sehen, so am unteren Rand der Gesellschaft oder am äußeren Rand, und dahin zu kommen, wo wir rein wollen, nämlich in die Mitte der Gesellschaft. Dann müssen wir uns die Frage stellen, Identität, wer wollen wir sein und wie kommen wir dorthin? Dann auch in der aktuellen Lage ist es ja so, zwischen Mut und Verzweiflung, wovor fürchten wir uns noch, sage ich hier, aber damit meine ich natürlich, es gibt eine akute Bedrohung im Zuge des aufkommenden Nationalsozialismus und rechter Bewegung. Es gibt Romja und Sintetse, die machen sich Gedanken darüber zu fliehen. Und trotzdem reden wir hier ja heute von einer empowernden Geschichte. Und ich bin natürlich immer für die mutige Seite. Aber ich kann auch Menschen verstehen, die sich das alles hier gerade vielleicht angeschaut haben und sich denken, naja, trotzdem ist hier, wie überwinden wir diese Ängste? Und da sind wir ja auch bei Empowerment, denn Ängste sind Barrieren, die wir in den Köpfen haben. Da sind wir wieder quasi beim Anfang des Workshops und Führungsposition statt Vertreibung, welche Wege gibt es nach oben? Und so als letzte Frage, was sind deine Träume, was sind eure Perspektiven, wenn ihr euch diesen Workshop später mal anschaut? Geht bitte mit dieser Frage raus und denkt darüber eine Weile nach. Und ich freue mich auf jeden Fall, davon zu hören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. So, vielen Dank, Roxy, für deine Präsentation, für dein Referat. Auch man hat gesehen, deine Präsentation, also deine Präsi oder PowerPoint, hat sehr aufwendig ausgeschaut. Also vielen Dank dafür. Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt 5 Minuten einen kurzen Break machen und uns dann noch einmal versammeln für eine
vielleicht 10 bis 15-minütige kleine Wrap-up-Diskussionsrunde. Dadurch, dass wir eine eher, wenn ich es richtig sehe, Gage-vertretene Runde sind, wäre mein Vorschlag neben Roxys Fragen, oder vielleicht stellen wir eine neue Frage in den Raum, weil der Workshop ist eben die Geschichte europäischer, die europäische Geschichte der Roma und Sinti. Falls ihr irgendwelche Fragen habt an uns zu der Geschichte, irgendwas, was euch näher interessiert, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall hier den, die Plattform dazu, den Raum dazu, wenn wir irgendwelche Fragen näher bei allen, näher oder Roxy näher eingehen möchte. Da, wenn ich das richtig gesehen habe, die Diskussionsfragen am Schluss schon eher an die Community gerichtet sind. Habe ich das richtig gesehen, oder? Ja. Genau. Also auf jeden Fall tolle Fragen, wenn wir den Workshop, die Aufnahmen herzeigen werden und die Fragen dann nehmen, aber angepasst auf unsere Runde, würde ich auf jeden Fall sagen, ich finde es schön, wenn wir trotzdem über unsere Träume reden. Ja, klar. Und sonst, genau, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt an uns zum Thema auch Indie Roxy kann ein bisschen erzählen über den Aktivismus in Deutschland, falls euch das interessiert. Ich kann nicht über den Aktivismus in Österreich ein bisschen mehr erzählen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal 5 Minuten Pause und dann nochmal 10, 15 Minuten Wrap-up. Ist das okay für alle? Super. Dann einfach Kameras aus und ich würde sagen, treffen wir uns um 45 wieder hier, also 8 Minuten.